Dieser Platz ist Visitekarte von Frankfurt. Hier ist Zombieland. Ja. 26 ist mein Alter. 50 Meter vom Kinderspielplatz entleeren die sich. Alter Hitler, Junior. Hitler. Das ist Mess. Warum rauchst du das? Das kannst du nicht schlafen in 3-4 Tagen. Ja, angefangen Drogen zu ticken und so, ne? Weil ich vergewaltigt wurde von meinem Vater. Ich komme aus Afghanistan, aber ich geboren in Pakistan. Ich war genug gekommen, die Europa gucken, wie sieht aus. Bruder Scholz, er sollte mehr an die deutsche Bevölkerung denken. Danke, Herr, kannst du nicht ein Auto was lassen? Zweimal mein Auto ist kaputt, die Scheibe ist kaputt und was geklaut. An und für sich wollte ich von Sarrazin ein Buch noch lesen. Deutschland schafft sie ab, brauche ich gar nicht mehr. Das ist der lebende Beweis. Ich bin ja live dabei. Deutschland 2023. Ich komme aus einem kleinen Ort in der Nähe von Amsterdam. Und in meiner Kindheit hatte ich immer das Bild von Deutschland als großem Nachbar. Einem Land mit emsiger Wirtschaft, pünktlichen und gesetzestreuen Menschen, dem Ort, von wo Bach und Beethoven kommen. Und in dem bis heute europäische Geschichte sichtbar wird. Doch etwas hat sich in Deutschland verändert. Und an keinem anderen Ort wird das so sichtbar wie in deutschen Städten. Städte wie Frankfurt und Berlin gelten als dynamische Metropole. Allerdings hat auch die soziale Verwahrlosung und Armut zugenommen. Aus den USA kennen wir Bilder von Obdachlosencamps und der Fentanyl-Drogenkrise, die ganze Städte prägen, Trailerparks füllen und uns vor Augen führen, wie kaputt dieses Land ist. Doch in diesem Film zeigen meine Kollegen Jan Caron und ich, die Zustände in den USA sind kein rein exklusives US-Problem, sondern sind auch Teil von Deutschland und Europa. Die Obdachlosigkeit steigt. Und das führt auch dazu, dass sich deutsche Städte verändern und das Sicherheitsempfinden der Menschen leidet. Deutschland ist Zombieland. Unser erster Stopp führt uns nach Frankfurt am Main. Eine stolze Finanzmetropole mit einer imposanten Skyline und gleichzeitig der Ort, an dem vielleicht Deutschlands größtes Problemviertel existiert. Auf wenigen Quadratkilometern versorgen hier 300 Dealer 5000 Junkies. Die Hälfte aller Straftaten in Frankfurt wird in eben jenem Bahnhofviertel begangen. Man sieht überall Spritzbesteck und Drogenhandel. Was mir hier auffällt, als junge blonde Frau bin ich hier freiwillig und generell sind weiße Menschen europäischer Herkunft hier so gut wie gar nicht mehr zu sehen. Doch die Probleme betreffen auch Migranten selbst, wie uns dieser Gastronom aus Afghanistan schildert. Jemand hier runtergefallen, danach zwei, drei Personen hier gekämpft, aber die Mann, wo runtergefallen, geblutet, der Kopf war kaputt, dann Krankenwagen und Polizei gekommen und ihn mitgenommen. Eine große Sache oder große Probleme hier, wenn man läuft hier rum, komplett in Frankfurt, viele junge Leute von überall, kann man sagen von überall, die hat schöne Kleidung, schöne T-Shirts, alles und die sagen direkt, brauchst du Haschisch, 100 Meter weit weg, es steht Polizei, in zwei hier, die sagen direkt, brauchst du Haschisch und die will direkt verkaufen, wie normale Sache. Und das ist hier, dieser Platz ist Visitekarte von Frankfurt, von Deutschland. Dieser Platz ist wirklich ein schöner Platz, weil die Leute kommen hier, ja. Touristen kommen hier, will Frankfurt sehen, will hier was einkaufen oder zum Beispiel zum Essen gehen. Ja. Aber wenn man hier kommt, sieht so aus, sagt, Deutschland ist total fertig, Katastrophe. Das ist genau, was leid. Ich auch denke, eigentlich. Ja, ich bin als Ausländer. Wenn sowas ich sehe in Deutschland, ja, kann sein in anderen Ländern, in Asien, in Afghanistan habe ich selber gesehen, meine Heimat. Jetzt, wir sagen, wir lieber nicht diese Politik oder diese Taliban, aber die haben alles abgeräumt. Ja. Wenn die Leute kann abräumen, warum Deutschland kann nicht abräumen, diese Leute? Ansonsten fällt es uns schwer, mit Menschen zu sprechen. Für Kamerateams ohne Schutz
ist dieser Ort gefährlich. Und viele der Menschen vor Ort haben Angst zu berichten, weil sie wissen, dass sie wieder erkannt werden könnten. Wir beschließen, die Kamera zu wechseln und mit Handy zu filmen. Was war der Eindruck? Germany's lost. Ich weiß es nicht, es ist so krass hier. Es ist wirklich eine Gesellschaft, die nicht mehr funktioniert. Alles ist schmutzig, alles ist unsicher. Wir sind, glaube ich, also die einzigen drei weiße Menschen noch hier überhaupt. Also die Demografie ist total, total schief. Die Menschen trauen sich nicht, etwas darüber zu sagen, weil die haben Angst für, also Rassisten und so ausgemacht zu werden. Aber wir sehen alles, wie es... Das hier war nicht so in Deutschland 50 Jahre her. Es war einfach nicht so. Ja. Nichts zu ergänzen. Unser zweiter Stopp führt uns in die deutsche Hauptstadt, nach Berlin, wo Obdachlosigkeit so sichtbar ist wie nirgends sonst in Deutschland. Am Südstern treffen wir auf einen jungen Letten, der 26 Jahre alt ist, aber aussieht wie 46 und an einer schweren Drogensucht leidet. 4-5 Jahre ist ungefähr in Berlin, ja. Und das ist, wie sagen, jedes Jahr mehr schlechter und schlechter. Egal, diese Aeroport oder was anderes, ja. Aber kennst natürlich sind jedes Jahr mehr schlechter und schlechter. Und die Straße, auch die Leute, welche leben in der Hause, das ist nicht normal natürlich. Und wie lange leben Sie schon auf der Straße? 6 Jahre. 6 Jahre. Wie alt sind Sie, darf ich das fragen? 26. 26? Bin ich auch. Gut. Also du meinst eigentlich, dass nicht nur die Situation mit Betrieb zum Obdachlosigkeit, aber eigentlich gesellschaftlich ist die ganze Situation verschlimmert. Natürlich, in jedem Land, in meinem Land auch. In meinem Land ist mit Russland diese Probleme. Und ich keine Ahnung, ich muss nicht machen Kontakt mit meinen Eltern. Aber wie ich viele gesehen habe, da ist auch Probleme mit Gas und alles andere. So, auch schlimm. Mhm. Und wo schlafst du? Ich bin jetzt gerade auch schon bei Uber. In Uber? Und gibt es oft Probleme? Hast du zum Beispiel viel Angst? Gibt es hier, wie geht es hier mit Drogen und so weiter und so fort? Mit Drogen ist es auch schon. Viele, welche verkaufen und auch welche verkaufen falsche Drogen. Welche sterben Leute. Es tut mir leid, deine Situation. Ist okay. Du nicht brauchst sagen, Entschuldigung, eigentlich selber was gemacht, diese Situation. Was musst du mir denken, was ich musst du machen? Weil ich muss kommunizieren, das ist keine Ahnung, Sprache, nur Englisch, ein bisschen Russisch so. Mhm. Ja, das ist einfach arbeiten in Arbeit, welche ich was keine Ahnung, Boss. After einem Monat was keine Boss, keine Firma, kein gar nichts. Diese Firma, was nicht existiert. Hm. Ja. Verstehe es. Danke dir. Ja. Danke dir fürs Gespräch. Ja. Ja. 26 ist mein Alter. But it's the worst thing, like you give him money and you know, like this will just keep him going for like the next day or 2 days. Ja, ich weiß, aber trotzdem finde ich so eine Frage von vielleicht Menschlichkeit, verstehst du? Also es gibt natürlich immer Leute, die sagen, du sollst kein Geld geben oder... Klar, du musst geben und was er macht, ist das andere. Ja, das finde ich auch. Ja. Wenn ich jemandem ein Geschenk gebe zum Beispiel,
dann sage ich auch nicht, mach das damit. Ja. Also wenn wir den Menschen eigentlich ein bisschen Agency, Autonomie oder so etwas zurückgeben können, dann... Ja. Ohnehin fällt auf, der klassische Typus des wohnungslosen Deutschen, der seinen Job verloren hat und auf der Straße gelandet ist, den gibt es so gut wie gar nicht mehr. In Charlottenburg treffen wir auf einen Mann, der lange Zeit Koch war und heute unter der Brücke lebt. Ja, also ich komme aus Brandenburg, bin 1990 hierher gekommen und ja, Berlin fasziniert einen nicht wirklich so unbedingt. Ja, das ist halt hier, also ganz ehrlich, man kann auch aus Berlin rausgehen. Hier untereinander eigentlich relativ okay. Also da drüben sind jetzt nur russische Angehörige. Drüben auf der Straßenseite gegenüber ist eigentlich alles Mögliche vertreten. Und nicht die CDU. Also wir hatten 40 Jahre lang CDU. Ja, und man guckt, wo Deutschland hingekommen ist. Ja, das ist halt, FDP ist okay, finde ich. Die Grünen sind auch scheinheilig geworden. Doch Menschen wie er sind die Ausnahme. Viel öfter, zumindest im Straßenbild sichtbarer, sind Migranten, etwa Polen, die überall in Berlin zu sein scheinen. Aber Problem ist, weil ich nicht so viel spreche Deutsch. Auf Polnisch? Ja? Immer Probleme. Ja. Was kommt jetzt? Ja. Magst du das? Oder? Torun? Ein Kollege? Ein Kollege Bitgosch, der Kollege. An einem Sommerabend begegnen wir drei Rumänen vor einer Kirche in Schöneberg. Hier. Das ist jetzt der Heroin? Das ist das Heroin. Wie funktioniert das? Das ist jetzt von der Folie. Wo ist das? Gleich, ich zeige dir. Okay. Ich zeige dir. Kristall. Gib dir Kristall. Das ist Meth? Meth, ja. Und was macht das denn? Also Heroin? Das ist der Emmeralarm. Eier. Das macht die... War rauchst du das? Das kannst du nicht schlafen, 3-4 Tage oder eine Woche. Dann kannst du nicht schlafen. Jetzt ist 6 Tage, ich habe nicht geschlafen. Hast du mehr Griff. So. Jetzt ist 6 Tage, ich habe nicht geschlafen. Nicht ja. Das Pärtchen und ihren Freundin konsumiert abwechselnd Crystal Meth und Heroin und eröffnet im Gespräch mit uns menschliche Abgründe. Ich bin 42. 41? Ja. Und du? 28. Ja, liebe Frage, nicht Jahre, weißt du das? Das ist ja absolut Wahrheit, ja. Und wir uns haben ein kleines Kind jetzt, das ja neue gemacht. Wo ist es? Wo ist es? Jugendamt genommen. Sag's nochmal bitte. Jugendamt genommen. Jugendamt. Was ist das? Was bedeutet das? Das ist von Deutschland eine... Jugendamt. Jugendamt. Welche Kinder zum Beispiel hat keine, wie leben in Straße, Mutter, so. Ja, ich verstehe. Wegen diese scheiße Drogen genommen, mein Kind, das geht so, weiterleben so. Ich besser mich fertig machen allein. Muss haben Wohnung, muss haben Arbeit und dann kriegen die Kinder. Wie? Keine Arbeit, keine Angst. Wie alt ist Ihr Kind jetzt? 3 Monate noch. 9 Monaten? 3 Monate. 3 Monate. 5 Kilometer weiter nördlich befindet sich der Leopoldplatz im Wedding. Dealer tummeln sich hier überall, ebenso wie Konsumenten. Und die Polizei ist zwar vor Ort, aber macht nichts oder kann nichts machen. Längst ist der Platz schon zum Sinnbild für Beschaffungskriminalität und öffentlichen Drogenkonsum geworden. Und wir treffen dort einen Afghanen, der mitten auf dem Platz Heroin raucht. Was ist das? Das ist Heroin. Heroin? Ja. Jeden Tag? Ja, so gesagt. Wie bist du da reingeraten? Auf Spaß. Probier. Am Ende. Und ist das hier am Leopoldplatz weit verbreitet? Machen das viele? Ja. Da ist die. Aber da kannst du nicht dagegen.
Warum? Da sind da verrückte Leute. Die lassen die macht die Kamera kaputt. Sofort. Wirklich? Ja, sofort. Wo genau? Und da von anderer Seite, die sieht die Kamera, die macht die kaputt. Woher kommst du ursprünglich? Ich komme aus Afghanistan, aber ich geboren in Pakistan. Okay, und nach Deutschland gekommen? Ja. Wann? Seit sieben Jahren schon. 2015? Ja, 2015, 2015. Wie lange wohnst du schon auf der Straße? Nicht viel, 3-4 Wochen. 3-4 Wochen? Ja. Was hat passiert? Nichts, ich komme nach 2,5 Jahren vom Knast raus. Und wieder treffen Freunde und da und da. Und gleich Scheiße. Willst du damit aufhören? Ich will, aber ich weiß nicht, ich komme nicht mit meinem Leben klar. Zukunft, keine Ahnung. Ich will wieder gehen zu Hause. Wo ist zu Hause? Pakistan. Aber ich kann nicht so gehen. Wozu enttäuschen deine Erwartungen an Deutschland? Weil ich meine, viele Leute sind nach Deutschland. Ich habe Fehler gemacht, ich bin gekommen. Ich habe ein gutes Leben in Pakistan. Alles hat Spaß. Ich habe nur gekommen, die Europa erkunden, wie sieht aus. Doch jene Zustände gefallen nicht jedem. Längst hat sich im Viertel Widerstand formiert. Menschen haben Petitionen unterschrieben und die Politik zum Handeln aufgefordert. Passiert es? Nichts. Auch deshalb sind Menschen, die vor Ort leben, gelinde gesagt unzufrieden. Denen kann man im Prinzip gar keine Vorwürfe mehr machen, weil die sind mittlerweile so schamlos. 50 Meter vom Kinderspielplatz entleeren die sich. Da vorne auf der Wiese suchen irgendwo in der Leiste eben halt noch irgendeinen Zugang, wo man sich stützen kann. Und das wird von keine 200 Meter weiter vom Bezirksamt geduldet. Ja. Und noch unterstützt in dem Augenblick, wo dem Fixpunkt erlaubt wird, da eben halt auch noch Kaffee, Essen und saubere Spritzen ausgeben. Ja. 50 Meter vom Kinderspielplatz. Also das Fixpunkt hat alles schlimmer gemacht. Ja, das ist ganz einfach. Das zieht die Motten an wie Licht. Die ganze Janke her, kannst nicht in Auto was lassen. Zweimal mein Auto ist kaputt, die Scheibe ist kaputt und was geklaut? Einmal dieser Kopfhörer. Ja, ja. Und einmal hat was, ein kleines Telefon von meiner Tochter auch geklaut. Wirklich? Von dem Auto. Von der Auto? Ja. Unser Bus auch, dieser LKW. Wir haben Navi geklaut auch. Die hat Navi geklaut. Und die ganze Sache durcheinander, die ganze Papier und sowas. Also das ist ihre schlimm, da gibt's, Realität hier. Und der Spielplatz auch für die Kinder, der Spielplatz auch der schlimmste. Genau neben dem Spielplatz für die Kinder. Das ist der schlimmste auch. Sie haben Kinder? Ja. Nicht wieder? Ich habe 3 Kinder. Und leider, spielen die da? Ich komme manchmal da und ich muss immer aufpassen, wegen die ganze Janke, die ist gefährlich ein bisschen in dieser Ecke, wo sie Kinder. Normalerweise muss ein bisschen weiter als dieser Gegner hier. Was soll hier denn passieren, um das besser zu machen? Was können wir machen? Was können wir machen? Ja. Ich habe versucht, so Unterschrift zu sammeln, aber alles wegen, kann man vielleicht was machen. Ja. Mehr kann ich nicht. Das war. Ja. An und für sich wollte ich von Sarrazin ein Buch noch lesen. Deutschland schafft sie ab, brauche ich gar nicht mehr. Das ist der lebende Beweis. Bin ja live dabei. Ja. So einfach ist das. Ja. Das ist traurig, aber das ist so. Bei so vielem bunten Treiben der diversen Gesellschaft wird auch deutlich, dass es ethnische Verwerfungen gibt. Dass es zudem auch Neidaspekten unter obdachlosen Gruppen gibt, erfahren wir ebenso. Was würden Sie Olaf Scholz sagen, wenn Sie etwas zu ihm sagen könnten? Jetzt, was ist Ihre Botschaft an Olaf Scholz? Olaf Scholz? Mhm. Er sollte mehr an die deutsche Bevölkerung denken und nicht die Ausländer aufnehmen. Die kommen hier nach Deutschland rein, kriegen eine voll möblierte Wohnung und Hartz IV. Und die Deutschen stehen als fünftes Rad in der Bank dran. In Kreuzberg treffen wir auf eine Französin, die unter einem Balkon schläft. Und sie erzählt uns, dass sie alles verloren habe, inklusive ihres Babys namens Mohammed, von dem sie bis heute nicht weiß, wo es ist. C'est ma vie. Il me manque terriblement, pas sa famille. Est-ce que t'es toute seule ici? Oui, je suis seule. Tu sais où il est maintenant? Je sais pas. Je sais pas où il est, je sais pas comment il va, je sais pas. Tous les trucs pour essayer de récupérer mon fils, j'arrive pas à récupérer mon fils. J'ai pris l'avocat, il n'arrive pas à récupérer mon fils. Moi, j'essaie de faire ça pour récupérer mon fils, j'arrive pas à récupérer mon fils. Je suis désolée. Mon fils, il a 1 an maintenant. Und
Sie berichtet uns über Streitigkeiten zwischen verschiedenen Ethnien unter Obdachlosen. Sie selbst hat Gewalt von afrikanischen Männern erfahren. Sie sind Malien là-bas. C'est des, excusez-moi, des enculés, c'est des gros Arschloch, des gros fils de pute. Les Somaliens? Comme ils voient que moi j'ai l'argent, que je vis bien, que j'ai à manger, ils viennent ici, ils me piquent ma nourriture, ils me craquent mon matelas. Des mecs. Ça. Nach einigen Tagen in Berlin haben wir den Eindruck, dass die Obdachlosigkeit hier Überhand nimmt und die Stadt völlig vor die Hunde geht. Das Problem ist größer geworden, in seinen Ausprägungen schwerwiegender und beeinflusst den öffentlichen Raum, egal ob an Bahnhöfen oder in der U-Bahn. Szenenwechsel Dortmund. Der Hauptbahnhof dort, ebenfalls eine Szenerie menschlichen Leids. Ja. Die falschen Kreise gekommen, so. Ich bin vor 20 bin ich nach Dortmund gekommen. Ja. Ja, zuerst alles ganz gut gelaufen, so Arbeit gehabt und alles, ne? Und dann irgendwann dann arbeitslos geworden, so dann. Und dann kam ich von Maßnahme zu Maßnahme und so. Und dann habe ich falsche Leute kennengelernt, ne? Ja, angefangen Drogen zu ticken und so, ne? Im Anschluss an das Gespräch mit dem gesichtstätowierten Obdachlosen begegnen wir einem Deutsch-Amerikaner, der uns von seinem Weg auf die Straße, praktischen Problemen und dem Gefühl erzählt, als Zweitklassenbürger zu leben. Mit 16 aus meiner Familie rausgenommen worden, weil ich vergewaltigt wurde von meinem Vater und dadurch auch drogenabhängig geworden bin. Ja, und dann seitdem bin ich halt hier in Dortmund, ne? Auf Straße. Jeden Tag am Schnorren, jeden Tag irgendwie Geld zusammenkriegen, ist halt schwer. Man wird auch öfters angezündet. Ja, klar. Ich bin schon oft angezündet worden, auch mein Schlafsack wurde angezündet. Ja. Wie lange wohnst du schon auf der Straße? Ja, jetzt seit 2016. 2016. Also 7 Jahre jetzt ungefähr. Und was brauchst du zum Beispiel, um dein Leben zu ändern? Was macht die Regierung? Generell eine Perspektive eigentlich, dass auch Leute, die keine Wohnung haben, arbeiten gehen dürfen. Weil man sagt ja immer, ja, hast du eine Wohnung, darfst du arbeiten gehen. Aber hast du keine Wohnung, darfst du nicht arbeiten. Also das heißt, so gesehen, um eine Wohnung zu bekommen, musst du arbeiten. Ja. Aber um zu arbeiten, brauchst du eine Wohnung. Also das ist eigentlich ein Teufelskreis. Richtig. Die Frau Merkel noch reagiert hat. Die ganzen Leute, die nach Deutschland kamen, die kriegen direkt eine Wohnung, kriegen direkt Arbeit, kriegen direkt Geld. So, ich bin auch nicht ganz Deutscher, ich bin halb Amerikaner. Ich bin aber in Deutschland geboren und ich kriege keine Wohnung, ich kriege nicht sofort Geld, ich kriege nicht sofort Arbeit. Ja, und das finde ich so ein gewisse, auf gewisse Art und Weise ein bisschen unfair, ne? Und in Dortmund treffen wir auf eine Gruppe von polnischen Menschen. Sie berichten, es gibt Übergriffe unter Obdachlosen, die gefährlich werden können und unter denen sie leiden. Jaka jest sytuacja na ulicy tutaj w Dortmundzie? Sytuacja jest bardzo ciężka. Ja śpię na ulicy od roku czasu. Przeżyłam tutaj zimę. Jesteśmy tu bici. Bici? Od kogo? Przez naszych Polaków tak samo. Bardzo nam ciężko tutaj jest. Musimy starać się własne życie, żeby iść wykąpać, gdzieś zjeść. Przykro mi. W zeszłym roku widzieliśmy mordercę. Tak, widzieliśmy zabójstwo. Zabójstwo? Tak, tutaj. Tam na Bahnhofu. I bardzo nam ciężko jest tutaj. Jakie są największe problemy? Dokumentów nie mamy, bo nam wszystko poukradali. Kradną. Dużo kradną. Ukradli mi dokumenty. No przeszło mi prawie. Telefon nie idę dalej. Jesteście po prostu. Tak, tak. Policja też nam bije tutaj. Musimy zmieniać miejsca, no bo ganiają jak sobie nas. Śpimy, tak? No to ktoś przychodzi, tak? I albo piskuje, tak? Albo zaczyna krzyczeć, tak? No to musimy zmieniać często miejsca. Ostatnio też musieliśmy zmienić miejsce, bo jeden chłopak pobił moją kobietę. Druga
Doch die Episode aus Dortmund zeigt auch, neben all der Kriminalität und Gewalt unter Obdachlosen schreiben die Schicksale auch Geschichten des Zusammenhalts. Und die gehen so weit, dass manchmal die ein oder andere Träne kullert, in diesem Fall, weil der Anführer der Gruppe diese verlässt, um in den Alkoholentzug zu gehen. Unser letzter Halt führt nach Hamburg. Nach wenigen Minuten am Hauptbahnhof lernen wir einen jungen Mann kennen, der uns nach Kleingeld fragt und von seinem Drogenkonsum erzählt. Ich bin auf jeden Fall weg von der Straße, ne? Ja. Heute muss ich erstmal den Schlafplatz zusammenbekommen. Jetzt bin ich im Schlafplatz. Und du bist schon seit 4 Monaten? Ja, 4 Monate ungefähr, ja. Okay. Ich habe auch nicht noch mal 4 Monate. Bist du alleine auf der Straße? Ja, alleine, ja. Ich kann auch kein Vertrauen auf der Straße. Ich bin 2 Jahre aus dem Knast, jetzt haben wir nicht mal meine Nichte gesehen. Ja, die gerade mal 2 Jahre ist, weil ich mich schäme, dahin zu fahren, weil ich will, dass sie mich so sehen, wie ich aussehe zurzeit. Und wenn ich dann auch noch höre, dass mein kleiner Bruder geweint hat, als ich gehört habe, dass ich aus dem Knast entlassen worden bin, habe ich meine Frau gefragt von meinem Bruder, warum. Ja, weil Angst hat, dass du wieder abrutscht, ne? Und dann ist erst mal klar geworden, Mann, die machen sich ja wirklich echt Sorgen. Ich habe immer gedacht, Mann, das ist doch mein Problem, ob ich scheiße war oder nicht, ob ich im Knast sitze oder nicht. So. Hier zeigt sich, Obdachlosigkeit ist nicht nur materiell definiert und gleichbedeutend mit Armut, sondern es sind ganze Abwärtsspiralen, die mit einer Vielzahl von Süchten und Abhängigkeiten einhergehen. Was hast du geballert, wenn ich fragen darf? Ja, Post gezogen und Scheiße. Ja. Was ist passiert, was du so Wunden hast? Mein Vater ist gestorben, wo ich im Knast saß. Und wir wollten eigentlich eine Niere von mir spenden. Und sie haben das verneint. Und ich konnte für meine Geschwister nicht da sein in der Zeit. Das hat natürlich einen gekriegt, ne, wenn ich das so sagen darf. Ne? Uns fällt auf, der Bereich um den Hauptbahnhof ist eine Art No-Go-Zone geworden. Hier wimmelt es von Menschen ohne Wohnung. Immer wieder kommt es zu Gewaltkonflikten. Dieser Mann wird uns von seinem Leben mit den Larven erzählen. Und was ist mit Ihrem Bein passiert? Weil ich habe gesehen, dass Sie das war, das war ein Parasit, der hat so circa 10.000 Eier reingelegt in den Körper. Ja. Also hier, guck da. Ist aber jetzt am Abklingen. Wow. Ich war auch nicht, gehe nicht zum Arzt, ich halte von Ärzten nichts. Ich regle das lieber selbst. Der legt die in die 5., 6. RBDM, ist so ein kleiner schwarzer Drachen, so groß. Ja. Im Wasser platzt er direkt. Ne? Oh, gute Besserung für Sie, für das Bein. Ne? Und im Wasser platzt er, aber der wirklich, der ernährt sich von dem Blut. Ich habe süßes Blut. Und ich habe auch immer Moskitostiche früher gehabt in Italien. Ich auch immer. Ja, ja. Und wenn er das Blut saugt, gleichzeitig mit dem Stachel legt er anscheinend 5, der legt die so tief rein, dass er an die Kapillargefäße die Eier ernähren kann. Also es ist ein hochentwickelter Parasit, aber hochgefährlich. Ich muss wahrscheinlich noch zum Tropeninstitut. Ich weiß nicht, ob die noch was mit anfangen können, weil tut eigentlich... Tut es weh? Ja. Sieht aus, dass... Also ich habe auch schon so Larvenkinder rausgezogen, weißt du, Parasitenkinder habe ich auch schon rausgezogen. Ein Algerier stört das Interview kurzzeitig und zeigt eine fragwürdige Vorliebe für Diktatoren. I like Hitler, you know, because something. Sometimes people not respect. Putin, I am Algerian. Good luck. Hitler, fuck it. Hitler, fuck it. Wenige Meter weiter treffen wir einen Besucher aus Norddeutschland, der die passenden Worte für das bunte Treiben findet. Er ist Zombieland. Genau, deswegen. Was ist Zombieland? Ja.
Wie meinst du das? Ja, das ist bekannt unter den Hamburgern. Also hier sind halt die Drogenabhängigen. Die gehen hier immer hin und her. Und da chillen die halt, ne? Was er meint, ist ein Ort namens Drop-In. Und an keinem anderen Ort wird der kaputte Zustand Deutschlands so deutlich wie hier. Das Drop-In ist eine Methadon-Ausgabestelle, die inzwischen einem völlig aus dem Ruder gelaufenen Junkie-Treffen gleichkommt, bei dem sich auf einem Grünstreifen Menschen angreifen und gegenseitig abziehen. Es ist ein rechtsfreier Raum, ein Wrestlingring für Obdachlose aller Nationen und das mitten in der Innenstadt, kaum ein paar hundert Meter weiter, wo Gäste in Hamburg ankommen. Zwei Obdachlose berichten uns über die Dynamiken vor Ort im Drop-In. Ich kenne mich schon 10 Jahre hier durch. Ich kenne einige Leute, die hier seit 10 Jahren, Leute, die gestorben sind, nicht mehr mit uns. Leute, die gestorben sind? Ich kenne alle. Was ist passiert? Overdosis oder abgestochen. Abgestochen? Beispiel, ja. Auch Verschuldung und so. Ein Junge wurde ein Bein gestochen, weil er die Pfeife nicht rechtzeitig zurückgegeben hat. Er hat das auf den vergessen, hat er aber wirklich vergessen. Also ein gutes Beispiel, aber am geilsten ist es, krass. Ja. Hauptfütterung vorstellen. Das war vor ein paar Tagen, das läuft immer so ab. Seit Stunden kein Heroin auf dem Platz. Die Leute werden entzügig, also kriegen Entzugserscheinungen, und zwar heftig, und drehen langsam am Rad. Dann kommt einer, der denkt, jetzt kann er ein großes Geschäft machen. Und ja, benimmt sich aber dann etwas, sag ich mal, großkotzig vielleicht, ne? Oder nicht fair oder was weiß ich, oder lässt sich feiern mit dem, was er hat. Und Ende vom Lied ist meistens, ne, derjenige, es gibt eine Menschentraube, der wird abgezogen, das Zeug fliegt nur durch die Gegend, weiß ich nicht. Der wird halt abgezogen und rennt vom Platz nachher weg. Ne? Also er rennt wirklich um sein Leben so ungefähr. Ne? Das war vor 3 Tagen so. Ein Security, den wir treffen, ist nur mit stichsicherer Weste unterwegs und nimmt kein Blatt vor den Mund. Müssen wir. Das ist Fortschritt hier bei uns. Wir müssen die tragen. Also ich hatte auch jetzt auch schon Situationen, da haben Leute wirklich neben mir gegenseitig abgestochen. Mir gegenüber wurde jetzt noch keiner wirklich extrem aggressiv, aber einfach Sicherheitsvorkehrungen. Ne? Wie oft passiert das, dass hier Leute abgestochen werden? Also eigentlich schon relativ häufig. Das kann man fast jeden Tag, hat man irgendwas mit, ja. Jeden Tag? Also nicht mal ein Messer. Die haben ja auch dann irgendwelche langen Drähte, die sie sich zusammenbasteln, um damit zustecken zu können und sonstiges. Also es ist wirklich... Also man findet, da sterben wirklich Menschen? Ja, ja. Tatsächlich, also eben gerade vorhin war auch schon wieder ein Notarzt hier, Sanitäter. Da waren, also der, ich weiß nicht, ob der es überlebt hat, keine Ahnung. Ich denke mal, ich hoffe es mal. So, aber ja, das ist tatsächlich der Alltag hier. Hier treffen wir einen Afghanen, der im Drop-In ausgeraubt wurde, seine Koffer sucht und völlig verzweifelt über die Kriminalität in Hamburg scheint. Deutschland nicht gut. Aber. Alles Räuber kommt in Deutschland. Alle Räuber? Räuber. They come out of Germany. Nein, ich mein Heidi Card, no problem. Heute, mein Reisen, mein 3 Passport, mein Freund. Ja, das ist der Freund. Oh, nicht gut, Germany. Sorry. Germany nicht gut. Am Ende unserer Reise stellen wir fest, es gibt Orte, die nicht mehr begehbar sind, die außer Kontrolle geraten sind und in denen Verwahrlosung überall sichtbar wird. Darunter leidet das Sicherheitsempfinden und wenngleich man Mitgefühl für die einzelnen Schicksale hat, merkt man, es ist zu viel, zu offensichtlich. Es ist zu präsent, zu kaputt. Doch diese Entwicklungen sind geschehen, scheinbar einfach passiert und niemand will dafür Verantwortung tragen. Die Orte, die wir für Zombieland bereist haben, erinnern nur noch fern an das Land, an dieses Deutschland, das Eva und ich kennen und lieben gelernt haben.